Ja, hallo. Da bin ich noch einmal und ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt noch so eine Stunde oder so in dieser Aufnahmesitzung. Dann läuft auch die Facecam soweit voll. Was mich davon abhalten könnte, ist, dass ich noch eine ganze Menge Kaffee habe, weil ich kaum zum Trinken gekommen bin bei dem ganzen Getue hier. Ja, schauen wir mal. Also ich werde erstmal jetzt hier diesen Portalraum noch ein ganz klein wenig weiter ausbauen. Ja, genau so heißt das. Unter anderem könnte man hier schon mal dafür sorgen, dass Lava aus der Wand kommt. Ja, ich habe festgestellt, dass wenn ich so was Fatalistisches sage, dann passiert es nicht. Und deswegen schlau, ne? So, aber weißt du, die hier, die kommt mal ganz gewaltig aus dem Schlott. Ich sehe da sonst einigermaßen eine Gefahr. So. Ja, leider kein Feuerzeug hier, deswegen kann ich das Portal nicht entzünden. Und ich hoffe wirklich, ich habe die richtigen Koordinaten hier am Start. Ich bin inzwischen auch so ein bisschen am Zweifeln, weil man halt einfach das andere Portal oben nicht sieht. Das soll auf 96er Höhe sein. Wir sind hier auf 69. Ja, es sind 30 Blöcke oben weiter. Ich überlege, ob man da vielleicht irgendwie einen Blick drauf werfen kann. Also da oben scheint Dreck zu sein. Ja. Also es wäre möglich, dass es da oben ist. Aber wie kommt man dann dahin, um es, also, oder besser gesagt, wie kommt man hier runter, wenn man das Portal abgebaut hat? Holy shit, was viele goldgierige Arschkrampen. Alter Schwede. Entschuldigung, ich musste das jetzt einfach mal sagen. Ah ja. So, ja, also höchstens noch eine Stunde 20 Minuten, dann ist die Facecam voll. Aber mal schauen. So. Und ob ich dann heute mit meinem Fahrplan so weitermache, halt mit Tobis Tempel und so weiter, weiß ich nicht. Muss ja auch nicht alles auf einmal sein, ne? Oder? Muss das? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch was im Wege. So. So. Und dann noch mal. So. Und hier. Scheiße. Jetzt mal ganz ungünstig das Ganze. Ja, natürlich fällt das darunter. Ist doch klar. Ja, und ich baue das da doch nicht zu. Ich komme einfach. Warte. Ist das hier drüben? Ah. Ja, könnte ja auch Lava sein, ne? Okay, das schließt direkt unten an. Ist halt nicht so episch wie sonst. Ja, also der epischste und größte Portalraum ist, glaube ich, der von Denisium. Das war allerdings, da ist nichts intended, also das ist so nicht beabsichtigt gewesen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und da kommt dann die Wand. Ja. Hier kommt die Wand. Nee, also ich würde sagen, wir lassen das mal hier heute. Also den hier haben wir jetzt guten Weg hingeschaffen. Nächstes Mal können wir dann das Portal entzünden und ganz in Ruhe das andere Portal abbauen. Ich hoffe, das ist so ganz in Ruhe möglich. Okay. Jetzt keine Fehler machen auf den letzten Minuten.
Ich müsste eigentlich noch welche haben. Ja, also natürlich wäre es klasse, das Material, das Patamal, ich rede heute ein Quatsch, das Material wegzubauen. Ich werde das dann wahrscheinlich so machen. Ja, es wird nichts anderes übrig bleiben, als dass ich das Portal oben wegreiße und mich hier irgendwie auf Piratenart und Weise nach unten baue. Da geht leider nichts anders. Gut, ich könnte mich jetzt auch nach oben bauen, aber was wäre der, was wäre der Spaß daran? Also, was würde irgendetwas daran ändern? Beides ist eigentlich ziemlich scheiß. Ich werde dann aber wahrscheinlich, um nicht Schweinekühe, Bullen und goldgierige Arschkrampen am Bein zu haben, werde ich dann wahrscheinlich doch mal irgendwie ein Stück Goldrüstung anziehen. Zumal wir demnächst, wie ich auch schon kurz anmerkte, ein bisschen handeln müssen mit den Piglins, weil die haben wunderbare Feuerschutztränke. Und die werden wir für die Lohnjagd brauchen, um wiederum Lohnstäbe zu kriegen, um die Enderaugen für Endertruhen und ach, Kackenfrosch, und die Suche nach der Stronghold zu bekommen. Denn das ist ja auch noch so eine Sache, die ich gerne machen möchte. Und dann killen wir den Enderdrachen. Vorher machen wir erstmal den Wizard noch platt. Ja, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt. Wahrscheinlich, wenn du am wenigsten damit rechnest, sagt der Honk sowas wie: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Aufnahmesitzung. Und heute habe ich mir so eine Kleinigkeit vorgenommen. Heute machen wir mal den Enderdrachen platt. Und du so: Ist der wahnsinnig? Ach, nö, ist ja eine. Das ist eine rein rhetorische Frage, so. Ja, das wollte ich noch. Weißt du, kleinen Augenblick. Hier baue ich noch ein bisschen dran. Ja, eigentlich müssen wir in die Wüste und ganz viel Sand holen, damit wir Glas kriegen, damit wir diese Tunnel hier verglasen können. Solange wir das nicht machen, werden hier ständig Schweinekühe, Bullen und goldgierige Arschkrampen drin auftauchen. Ganz besonders, weil sie hier auf den Railings ja spawnen können. Ja, schöner Scheiß. So, weißt du mal was? Ich habe jetzt erstmal vom Nether genug. Was? Kann doch gar nicht sein. Der Honk hat nie vom Nether genug. Das ist ein altes Prinzip. Das ist schon seit Zeiten der Babylonier ist das Standard. Wenn der Honk auf 1 Bock hat, dann Nether. Ja, wenn du das meinst. So, ich packe den ganzen Baustoff hier erstmal rein. Na? Siehst du das? Kannst du das sehen, was ich hier mache? Ich packe den Baustoff hier rein. Derb, ne? Geil, ne? Wow. So, ja, ich nehme auch gleich wieder was mit von hier. Denn wir gehen ja gleich nach Honky Island. Ja, machen wir. Nitara könnte ich auch noch ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Okay, nur ein bisschen. Okay. Was ich auf jeden Fall will, ist zack, 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 zack. Und dann. Wollen wir grundsätzlich jagen? Ist der gerade zu Tode gefallen? Was für ein Problem hast du, Bruder? Ich dachte schon. Okay, auf geht's nach Honky Island. Ach, ich hätte ein bisschen was von dem Zeug mitnehmen sollen hier vom Baustoff. Du bist hier falsch. Hallo.
Digga. Geht mal gar nicht. Wow. Gott, was ist denn heute los mit mir? Gut. Ja, jetzt habe ich die Schwimmlights vergessen. Die wollte ich eigentlich ja. Ne? Aber das ist jetzt auch mal egal. Was jetzt das Wichtigere ist, weitaus Wichtigere. Ich überlege tatsächlich, ob ich meinen Braustand hier rüberbringe nach zum Waldanwesen des Herrn Kittenkorb. Oh Gott, oh Gott. So. Gute Nacht. Mit der verdammten Axt an der Wand. Ja, und wir haben ja auch noch jede Menge Tiere, die uns nicht gehören. Ach du meine Güte, da brennt alles. Ehe ich hier irgendetwas mache. Oh, muss ich einmal Geschmeiß töten? Stopp. Ob ich noch 30 Erfahrungslevel auf die Kette kriege? Ach, guck mal. Ja, 25 sind schon mal da. So viel Lohn ist schon mal da. Ich sehe gerade auch unsere Warzen hier stehen in voller Blüte. So, zack, 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 zack. Ja, viel Spaß. Kompostier mal schön. Da hinten habe ich übrigens einen Bienenstock gesehen. Da muss ich mir mal demnächst rausgucken, wie das nochmal war mit den Blumen und den Bienchen. Also eigentlich haben mir das ja meine Eltern mal vor Ewigkeiten beigebracht, aber das ist auch schon so lange her, Digga. Ne? Ja, und deswegen muss ich das wohl dann nochmal online nachlesen. Wie war das nochmal mit den Blumen und den Bienchen und so weiter. So. Leute, guckt euch das an. Schaut auf diesen Honk, wie er macht seine Felder. Ja, wegen dem Braustand, das ist ja, weil man davon einen Kleriker bekommt. Ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Kleriker nochmal verkauft hat, aber mit Sicherheit lecker Sachen. Ich finde auch das Geräusch von den Netherwarzen sehr, sehr schön. Mhm. Was wollte ich noch? Nö, die Kürbisse brauchen wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Bleibst du mal stehen, du Cockfisch? Ich wollte dich gerade erschießen. Ja. Danke für die Kooperation. Wie sieht's denn beim Volk der Kühe aus? Beim Volk der Kühe. Ja, da könnte man, also jetzt nicht Rumstiku, sondern hier diesen eher. Bleibt ihr wohl drinne? Na gut. Okay, das wird gleich eine böse Folge für dich haben, du blödes Viech. Hui. Mäu, mäu. Ja. Diese kleinen Kühe wollen immer Katzen imitieren. Alter, mir wird schwindelig. Bei dem Game-Sound ist diesmal so laut. Die trampeln mir gerade voll in den Ohren um. Schnuff, schnuff, schnuff. So. Es
scheint immer noch Liebe zu geben unter den Kühen. So, letztes Bündel Getreide ist weg. Eigentlich heißt das, ich müsste jetzt die Axt kreisen lassen, aber hier ist eine Renegade-Kuh, die ist eben abgehauen. Wo ist sie? Wo ist das Viech? Schau mal. Ja, geil, ne? So, was war das hier eigentlich nochmal? Ja, die alte Höhle gibt es ja nicht mehr. Also die, wo wir ganz am Anfang unser erstes Eisen hier rausgeholt haben. Das gute Teil gibt es ja leider nicht mehr. Nee, das hier war einfach nur so ein... Ach ja, was alles durch MCA Selector verschollen ist. Oh, Willst du auch? Ach ja. Wie oft muss ich es noch sagen? Entweder ihr lebt unter meiner Knute oder gar nicht. Haben wir uns verstanden, Volk der Kühe? So. Ach, ist das nicht schön. Ja, so, jetzt haben wir auch Warzen und können dementsprechend auch da noch Dinge tun. Ich gedenke zum Beispiel dem Tobi vielleicht diese Warzen, meine Warzen zu spendieren. da sind ja auch noch Kühe, wollte ich gerade sagen, Hunde. Volk der Kühe, ihr! Da drehen sie sich um, so richtig so erschreckt. So. Da ist er wieder. Oh mon Dieu, da ist der Onk. Er macht uns alle tot. So, ja. Datensmoker brauchen wir aber nicht, weil alles schon gebraten ist. Alter, guck dir das an. Ne? Und in anderen Ecken der Welt, ne, versterben die Leute, weil sie nicht genügend zu fressen haben. Und hier, ne? Oh mon Dieu, der Onk. Er ist so reich. Deswegen heißt es auch Onkreich, weil er so reich ist wie der Onk. ja. Ein Bohnen haben wir noch. Ja, hier ist noch die Spinnenaugen. Ich habe noch nie was damit gemacht. Was kann man damit nochmal machen? Ah ja, Tränke, glaube ich. Ja, also ich überlege jetzt, meine Lieben, ich überlege jetzt, ob ich tatsächlich noch zu Tobis Tempel rübergehe. Tobis Tempel. Und dort ein Portal baue. Es juckt mir echt in den Fingern. Was hatte ich jetzt vor? Sag mir sofort, was ich vorhatte. Oder ich schieße. Haben wir tatsächlich... Ah, wir haben schon nicht der Warzen. Das ist der... c'est bon, Geramon. C'est comme ça. Comment ça va? Alles klar, Herr Kommissar. Ja. Ich wollte mal gucken. Hier waren ein paar Werkzeuge. Ich komme gerade komplett durcheinander. Hier, eine Axt Fortune 2 und eine Iron Hoe Unbreaking und Efficiency. Hier war noch was. Hier war eine Schaufel. Ah, hier, Diamond Schaufel. Efficiency 4. Fortune. Wozu braucht man Fortune bei einer Schaufel? Ich verstehe es nicht. Was ist das? Fire Resistance. Alter, wir brauchen dieses Zeug an verschiedensten Stellen. Ja, also hier sind schön viele Werkzeuge. Weißt du was? Einfach nur mal so.
bis das Inventar voll ist. Ja, ich pack das mal hier oben. Nein, ich mache das Inventar jetzt nicht extra leer. Wir gehen jetzt mal kurz angeln, bis das Inventar voll ist. Und dabei überlege ich mir mal, was wir als nächstes tun. Ja, am liebsten würde ich ja eine U-Bahn-Strecke bauen. Nach Horstiheim. Mhm. Und rüber zur Stephansburg. Ja, hier gibt es ein U-Bahn-Drehkreuz, soll hier herkommen. Aber das ist so viel Arbeit. Es wird aber passieren. Glaubt es mir, liebe Brüder und Schwestern, glaubt es mir. Nicht dein Ernst, Wasser, ne? Nicht dein Ernst, Ozean, Wasser, See, dass du mir jetzt ausgerechnet Kuhhaut gibst, von der ich hier schon 20.000 Ausgaben habe. Fisch geht klar.